Hey, ich bin Let's Play und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Construction Simulator 3. Ich habe einen neuen Auftrag angenommen und den anderen fertig gemacht, den was wir in den letzten zwei Livestreams gemacht haben. Der Bug, das war einfach so im Spiel, aber der Fehler ging dann so wieder, also es ging dann sofort wieder, nachdem ich das Spiel neu gestartet habe. Unser jetziger Auftrag ist, dass wir 10 Heuballen von hier zur Baustelle bringen. Das ist ein kurzer, das habe ich eigentlich bis jetzt noch nie in so einem Construction Simulator gemacht. Deshalb schauen wir uns das heute mal an. Einkoppeln. Gestern ist ja wieder Startleben gekommen. Das war jetzt nicht so eine besondere Folge, aber da stand viel Arbeit hinter mit dieser Rechnung schreiben. Vor allem, wenn man alles selber allein machen muss. Und das tut mir leid, dass man den Herrn Bär Meier, beziehungsweise den Tanzbär 2000, und bei der ersten Folge den Phantom Miau, also beziehungsweise den Herrn Mounds, nicht gehört hat. Da gibt es eine ganz einfache Begründung. Ich habe die Gamebar abgedatet, damit nehme ich auf, das kann ich gerne sagen. Damit hat jeder eine Chance, dass es Standard auf Windows installiert. Also habe ich jetzt keinen Vorteil zu euch oder das ist einfach so Standard. Ja. Und da wurde jetzt anscheinend abgedatet, dass man den anderen. Also bei den Aufnahmen muss man das jetzt anders einstellen. Ich habe das sonst immer auch mit der Party über die Gamebar gemacht, aber seit ich das abgedatet habe, geht das nicht mehr. Und ihr habt nur den Tanzbär 2000 in der ersten Folge so gut gehört wie mich, wer neben mir gesessen ist. Das war dann bei der zweiten Folge nicht mehr der Fall, da haben wir online gespielt. Und das ist blöd. Und jetzt eigentlich haben wir da schon viel eingerichtet. Wir machen das jetzt über Discord. Also, wen das interessiert, Discord ist so eine App, damit machen das viele YouTuber und ich finde das eigentlich viel besser. Oder? Weil da hört man den anderen nicht doppelt, weil bei der ersten Folge hat man ja mich manchmal doppelt gehört oder die Geräusche falsch gehört. Das lag daran, dass der Phantom ja noch nicht die. Da gibt es irgendwie, sobald er in der Party ist, haben wir ein Problem mit der Party. Das liegt vielleicht an ihm oder vielleicht nur daran, dass wir zu dritt sind und er ist halt oft der Dritte. Und vielleicht liegt es auch daran. Und durch meine Kopfhörer hat man dann irgendwie alle doppelt und bei Discord ist das nicht der Fall. Jetzt muss ich halt das. Schauen, dass man uns alle da gut hört über Discord. Weil ich habe Discord, kann ich irgendwie nicht am Computer runterladen. Jetzt muss ich es halt übers Handy machen. Und da ist das blöd mit dem Audio, weil ich kann halt dieses Audio, was ich am Handy höre, nicht auf dem PC rüberspielen. Das heißt, ich muss die Kopfhörer am Computer anschließen, darf beim Handy nichts anschließen. Und beim Computer sowie auch beim Handy eigentlich die maximale Lautstärke herholen. Und also überall alles auf maximal, weil sonst hört man sie überhaupt nicht. Das will ich nicht. Wenn ich es wieder über eine Xbox-Party mache, hört man entweder alle doppelt. Und also am PC kann ich es jetzt nicht mehr so einfach machen, wie es bis jetzt war. Aber vielleicht wird das ja auch mal wieder mal reingepatcht, das weiß ich ja nicht. Oder es wurde schon reingepatcht. Ich schaue nicht so oft in den Microsoft Store. Vielleicht gibt es ja da schon ein Update. Dass das wieder Ding oder die wollen das so, dass das so ist. Ich weiß es nicht. Ja, heute ist Donnerstag. Morgen und übermorgen kommt ja wieder Stadtleben, oder? Kommt wieder Stadtleben. Eigentlich wird das jetzt nicht so eine spannende Folge. Ich fahre einfach herum und schaue mir das bei der Gemeinde an und so tue ein bisschen was planen. Also eigentlich weiß ich noch nicht ganz genau, was ich da mache. Ich
Hab's auch ehrlich gesagt noch nicht aufgenommen. Ich werde es auch erst am Freitag aufnehmen, weil ich habe heute keine Zeit mehr. Eigentlich am Nachmittag. Eigentlich wollte ich ja heute Bussimulator 18 von der Xbox aufnehmen, aber das wird sich von der Zeit nicht ausgehen. Deshalb mache ich das jetzt. Mit dem Construction Simulator, den hätte ich eigentlich erst nächste Woche bringen wollen. Dann kommt halt Bus Simulator 18 und LS19 The Story of a Farmer erst nächste Woche. Das Video für Sonntag habe ich lustigerweise schon hochgeladen. Ihr könnt es halt noch nicht sehen, aber ich habe das schon mehr als in der Woche vorproduziert. Aber das ist das einzige Video. Sonst nehme ich eigentlich oft alles. Auch das gestrige Video von Stadtleben habe ich einfach 2 Stunden davor aufgenommen. War mutig. So, anhängen. So, dann kann man. Ach, das ist jetzt blöd. Muss ich das so? Ah. So, Kamera wechseln. Und jetzt muss ich das wieder verschieben. Ach, das ist blöd, wenn ich das mit diesem Huawei mit dieser Huawei-Aufzeichnung da mache. Und da ist immer so ein großes Fenster und das kann ich nur auf die Ecken verschieben. Und immer auf den Ecken sind halt die Knöpfe. So, fahren wir mal zurück. Wir sehen es markiert. Dann haben wir es ja eigentlich auch schon wieder den Auftrag. So. Alles falsch. Ich mach kurz da. Profil. Nein, das ist das nicht. Jetzt muss ich wieder das verschieben. Ach, das regt auf. Ich mache da jetzt kurz einen Screenshot, Anna, dass wir das am Thumbnail sieht, Anna. Richtig, Anna. So. Wieder raufschieben und jetzt müssen wir nochmal zurückschieben. Oh, oh, oh. Oh. Das tut mir jetzt aber sehr leid, Herr Autofahrer. Das war nicht mit Absicht, Alter. So, fahren wir wieder mal zurück. Ah, oh, der hat jetzt einen Unfall. Dem kann ich auch nicht mehr helfen. Sorry. Ach, der Construction Simulator. Es werden auch in Zukunft wieder öfters Folgen kommen, nur wenn man täglich Videos bringt, was ich jetzt mache. Immer um 18 Uhr kommt eigentlich ein Video, außer ich habe wirklich irgend so ein Problem. Außer in den Sommerferien, da kommt wirklich sehr selten ein Video. Deshalb ziehe ich das jetzt noch 2,5 Wochen oder 3 Wochen halt durch, dass ich dafür dann halt da ein bisschen frei habe. Im August kommt dann eh wieder fast täglich ein Video, weil da bin ich wieder öfters zu Hause, aber im Juli bin ich eigentlich sehr selten so, also nur am Wochenende und da kann ich halt keine 7 Videos vorbereiten. Nee, da bin ich jetzt falsch gefahren, oder? Ach man. Karte? Oh, oder? Da ist das Ding. Ah, sehe ich richtig. Okay. Gut. Dann, jetzt haben wir. Ja. Jetzt gebe ich den Stamm wieder auf. So, Fullgamer. Nein, 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 das wird keine Rotampel. Huch. Doch, ist eine Rotampel geworden. Ah! Das regt. Oh. Ach, Valentin, du bist Anna. Das ist eigentlich die erste Folge vom Construction Simulator. Sonst habe ich ja immer nur Livestreams gemacht. Da muss das her? Okay, da war ich noch nie. Aber sieht schön aus. Achso, das wird der Bauernhof sein und die unten das anscheinend nicht liefern. Es war doch gerade das Geräusch, dass die Aufgabe erledigt ist. Ja, was soll ich machen? Wo ist der markierte Bereich? Hä? Da! Oh. Ach, Valentin, du hast wieder monatelang nicht Construction gespielt.
Das stimmt, das stimmt. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich hätte eigentlich auch schon in Corona damit beginnen wollen mit diesen täglich Videos. Das wollte ich jetzt mit Startleben. Oh. Kann ich die jetzt noch entsichern? Ja, passt. Dann machen wir das mal so. So, erste Wange abgeliefert. Ah, nächste Ballen. Das Video wird eigentlich lang. Ich habe eigentlich gedacht, dass das nur so ein kurzer Auftrag ist, wo es ein paar Minuten halt das aufladest. Aber diese 10 Ballen sind anscheinend doch viel. Weil wir kriegen dafür 20.000 Euro. Dann können wir uns ja eigentlich schon bald was Schönes kaufen. Ich habe zwar viele angenommen, habe aber die alle wieder abgebrochen. Mit Straßenbau wollte ich eigentlich die nächste machen, aber das möchte ich erst machen, wenn wir dafür alle Maschinen haben. Ich mag das nicht so mit diesen Mietkosten, weil die sind oft sehr teuer, weil dieser Tageszyklus lang und so. So. Und ich hatte gerade eben ein Problem beim Starten. Ich hatte nämlich einmal am Abend kein WLAN. Weil das so mein Vater eingestellt hat, dass ich nur 12 Stunden, ich meine nur 12 Stunden, oh, da hat es gerade gepackt, ein WLAN habe. Und das habe ich anscheinend da verbraucht. Und deshalb sind alle Synchronisierungen, die auf einer Cloud sind, fehlgeschlagen. Minecraft hatte ich ur viele Welten, also viele 10. Und ich habe das Spiel dann gestartet und hatte ganze 0 Welten. Ja, da kann ich doch. Ja, hey, geht doch. Gut. Also am Handy bitte nicht meckern, wenn das Video jetzt nicht so toll wird von der Katerei. Das liegt einfach daran, dass es am Handy nicht diese Apps gibt, mit denen man das wirklich gut schneiden kann, weil das auch so mit dem Audio blöd ist. Wenn man kann, es ist am Handy so, dass man nicht so wie am Computer, dass man da einfach alle Sounds aufnehmen kann, sondern am Handy kann man nur seinen eigenen Sound und den vom Spiel aufnehmen. Und das ist halt das Problem. Und jetzt hatte ich halt ein Sound-Synchronisierungsproblem, also ein Spielstartproblem, weil die Welt, die gespeichert war auf der Cloud, die ich halt in den Livestreams begonnen habe, die konnte halt nicht gelandet, natürlich. Dafür braucht es WLAN. Dafür kann ich es halt überall auf jedem Gerät spielen. Und ist halt auch gespeichert. Jetzt musste ich das Spiel deinstallieren und wieder installieren. Und ihr wisst, wie groß dieses Spiel ist, wenn ihr es selber habt. Das ist nicht gerade klein. Deshalb, ja. So. So. Die letzten drei. Hä? Also 4 sind das, ne? Okay. Bring mal noch 4 dann auch hin. Ach, ich kann irgendwie nicht mehr die Steuerung. Ah. Geht doch.
Gut. Nein, jetzt. Drei Ballen stehen dann noch auf der Ladefläche. Also am Freitag, Samstag kommt Stadtleben und am Sonntag kommt ein neues Minigame von The Hive. Irgendwie habe ich da, wie ich das aufgenommen habe, wieder so Bock auf diesen Spielmode gehabt. Da kamen bei Tanzbär 2000 ur viele Dinge. Also, das waren auch seine ersten Videos, so als kleiner Hinweis. Und ja, das hat eigentlich viel Spaß gemacht. Nur am Ende ist er einfach AFK gegangen. Weil es war halt da schon spät, 21 Uhr oder so, und wir beide hatten am nächsten Tag Schule. Jetzt musste er aufhören und ich musste dann eigentlich auch aufhören und er hat halt sofort abgedreht, ohne irgendwas noch zu sagen. Jetzt musste ich halt das einblenden und so und so. So und so. So, letzter Ballen. Dass wir die eh dann auch zum Bahnhof geliefert haben, Alter. So. Letzter Ballen. Geht sich das aus mit 17 Minuten? Ach, das Spiel macht Spaß. Nur es saugt halt auch viel. Passt. Aufgabe abgeschlossen. 30.000. Ja. So. Also, da Lichter machen. So. Konnte man da nicht runter. Achso, es geht bei dem nicht. Reißen? Hä? Um Rasen. Betreten. Hey, was ist Rasen? Welches von den Dingen kann reißen? Egal, schauen wir uns halt dann in der nächsten Folge an. Anscheinend ist der Auftrag wirklich noch nicht fertig. Ah. Ach so, wir können das hier noch skippen. Geil. Geil. Gut. Dann lassen wir das so und ich besorg uns das Gerät bis zur nächsten Folge. Und ja, dann sehen wir uns wieder nächste Woche im Construction Simulator. Montag wieder Stadtleben. Dienstag Bus Simulator 18. Vielleicht auch im Multiplayer. Und dann Mittwoch Stadtleben. Donnerstag LS19 The Story of a Farmer. Freitag, Samstag Stadtleben. Und Sonntag wieder Minigame auf der Hive. Tschüss!